Das ist aber auch neumodischer Kram. Wer hat schon eine Flatrate heutzutage? Ich habe eine Flatrate, ja. Na, jeder hat eine Flatrate. Ich wusste nicht mal, dass es noch Verträge gibt ohne freaking Flatrate. So, Leute, es ist wieder Zeit für eine weitere Runde realer Irrsinn. Und zwar kaputte Blitze auf der Kölner Zoobrücke. Und ich glaube, hier bin ich früher immer längs gejoggt. Leute, das Video ist von Extra 3. Schaut unbedingt vorbei. Schallert den Like und ein Abo rein. Und ja, das muss die sein, da gibt's Videoaufnahmen von mir. Über die Zoobrücke fahren ja täglich zehntausende Autos und LKW und in die Kölner Innenstadt. Nur ja ein schmales... Na klar, ey, wenn wir das finden, bauen wir da so... Ich glaube, bei der Gamescom bin ich da auch drüber gelaufen. Und auch in Vlogs. Jetzt rede ich romantisch mit den Autos über den Rhein. Oh, ich bin so platt. Sport trennt den Radweg von der Fahrbahn. Man sieht ja hier, das ist der einzige Schutz, der auch seit dem Bau der Brücke nur da ist. Und die Autos sind schneller geworden, sind größer geworden und auch mehr. Ja, deswegen wurde die Höchstgeschwindigkeit ja auch von 80 auf 50 km/h herabgesetzt. Ja, aber wegen Brückenschäden. Alles klar. Die Stadt Köln sorgt für mehr Verkehrssicherheit. Damit alle auch wirklich nur 50 fahren, stehen auf der Zoobrücke 4 Blitzer. Die hat die Stadt Köln natürlich angepasst. Alle Messanlagen werden regelmäßig kontrolliert. In diesem Rahmen erfolgte auch die Umstellung auf 50 km/h. Umgestellt wurden sie, nur bringt das nicht so viel. 4 dieser Anlagen sind aufgrund von Fehlern in der Sensorik nicht in Betrieb. Ich sage immer, das ist weiße Salbe. Bringt nichts, schadet auch nicht. Das bringt erstmal gar kein Geld in die Kasse der Stadt. Ja, aber warte mal, Junge, der Blitzer muss sich doch mega lohnen. Der ist mitten in der Innenstadt. Warum wird denn das nicht repariert? Also, ich bin jetzt auch nicht unbedingt der Fan davon, dass man die Bürger abzockt, aber checkt ihr? Und zweitens für die Verkehrssicherheit null. Ja, aber das kann immer mal vorkommen, dass eine Anlage ausfällt, so ganz spontan. Nach Angaben der Stadtverwaltung ist die erste Geschwindigkeitsmessanlage bereits im Januar 2014 ausgefallen. Und wurde Oh, ich bin wieder gespannt auf die Kommentare. Weil manchmal mache ich mich ja über irgendwas lustig und dann sehen voll viele Leute das komplett anders. Aber das Ding ist seit 2014 kaputt. Ja, scheiß drauf. Wurde seitdem nicht wieder instand gesetzt. Der letzte Tempoblitzer auf der Zoobrücke ist im Juli dieses Jahres ausgefallen. Oh, dann sind ja 4 von 4 ausgefallen. Oder macht die Stadt das absichtlich, weil die da selber immer rüberfahren müssen? Dann hätte man die Tempobeschränkung auch lassen können, da muss man ganz ehrlich sein. Ne? Da müsste die Stadt Köln was dagegen tun. Das heißt also, die müsste entweder neue Blitzer anbringen. Ja, hier bin ich immer runtergelaufen. Hier ist so eine Brücke, so ein Weg runter gewesen. So. Und dann konnte man hier so längs. Und dann bist du hier in den Park gekommen. Und hier unten ist auch so eine Skateanlage unter der Brücke. Oder die vorhandenen reparieren. Reparieren geht leider nicht mehr, sagt die Stadt. Und für die neuartigen Anlagen bräuchte es eine feste Stromversorgung. Doch die gibt es bislang offenbar nicht. Ja, Digga, es kann doch nicht so schwer sein, Kabel zu ziehen. Deutschland, Alter. Für die paar Laternen schon, aber es ist halt ein Problem. Ich erwarte von einer Verwaltung, dass sie solche Probleme angeht, löst und zügig im Sinne der Verkehrssicherheit hier wieder einen Zustand herstellt, den Köln ja seinerzeit haben wollte. Gemach. Die Stadt ist ja in Gesprächen dazu mit dem Stromversorger Rheinenergie. Krass, Mann. Zügig. Schon knapp 10 Jahre nach dem Ausfall des ersten. Ja, das Ding ist, da stehen ja wirklich überall die Lampen. Und die werden ja nicht mit Luft und Liebe betrieben oder mit den Abgasen der Autos, sondern mit Stromblitzers. Das ist die neue Entdeckung der Langsamkeit in Köln. Und das hat auch was. Ich denke, dass die Stadt auch weiß, dass Blitzer nur dann Sinn machen, wenn sie auch immer mal blitzen. Nee, die mitregierende CDU findet auch kaputte Blitzer nicht allzu schlimm. Die Abschreckungswirkung ist unverändert da gewesen. Und das ist ja auch Teil der Kampagne, dass wir nicht nur messen, sondern eben auch abschrecken. Genau. Aber das spricht sich doch rum, Diggi. Jetzt mal ohne Witz. Spätestens beim 7. Mal, wo du hier rüberfährst oder dein Nachbar Werner, der sagt dir, ey, hast du schon gehört, Blitzer sind eigentlich im Arsch, komm, wir ballern da rüber. Du hast vielleicht ein paar Touristen oder so, die mal zufällig in der Stadt sind, die lassen sich davon abschrecken, Alter. Aber ansonsten weiß doch dann jeder, die sind einfach kaputt seit 2014. Dem kölschen Motto, Kontrolle ist Jod, Vertrauen ist... Ja, hier ist der Park.
hier bin ich mal durch. Da habe ich mal gesagt, dass die Leute von RTL Kinder fressen. Ist auch in einem Vlog. Wir sind wieder bei den RTL 2 Studios, beziehungsweise RTL Studios. Hier werden die kleinen Kinder gegessen. Besser. Ich bin auf die Kommentare gespannt. Vor 5 Tagen, ich zitiere mal aus einem anderen Beitrag von Extra 3 aus der schönsten Stadt der Welt, Köln. Es reicht nicht, nur keinen Plan zu haben, man muss auch unfähig sein, ihn auszuführen. Einfach die Technik entkehren und stattdessen einen Eulen-Nistkasten einrichten. Da würde der Kasten wenigstens genauso blöd. Ah, das ist Weltklasse. 10 Jahre Zeit und man schafft es nicht mal, einen Blitzer zu reparieren. In Berlin hat man auch länger gebraucht, aber immerhin ging es um einen Flughafen und keinen Blitzer. Oh, geil. Jetzt, wo es ausgestrahlt wurde, wird sicher nicht langsamer gefahren. Ja, ich fahre 2 Mal in der Woche auf dieser Brücke, wenn nur die Blitzer das Problem wären. Junge. Teures Telefonieren im Rathaus Aachen. Da kommen doch Ju und Rezo her, Aachen oder nicht? Sind die da nicht am Start? Aachen. Hier wird Geschichte gelebt. Das gilt nicht nur fürs historische Rathaus, sondern auch für die Telekommunikation darin. In den Räumen der Stadtratsfraktionen stehen mächtige Telefone, doch sie... Oh, das ist aber ein schöner alter Schinken, Alter. Krass, was ist denn das für ein Ding? In still. Das nehmen wir eigentlich so gut wie gar nicht, weil die Telefonate vom Festnetz richtig teuer sind. Insbesondere dann, wenn man ein Handy anruft. Die Kosten... Eine günstige Variante bei uns ist das Handy zu nehmen, das private Handy, weil wir haben Flatrates drauf und von daher spielt es keine Rolle, ob ich da ein Telefonat mehr oder weniger führe. Anders als bei diesen Apparaten. Die Verträge dafür laufen über die Stadt und die Fraktionen müssen zahlen. Wie? Die Minute kostet ins Festnetz 3 Cent und ins Handy 6 Cent. Da läppern sich die Kosten, wie der Rechnungsprüfungsausschuss überraschend herausgefunden hat. Junge, das Kabel, Alter. Das erinnert mich hier an das Ding. Was ist denn da? Ah, Junge. Die Gesprächseinheiten werden verbindungsgenau abgerechnet. Ein Pauschalbetrag inklusive Telefonflat in das deutsche Mobilfunk- und Festnetz existiert nicht. In Aachen telefoniert man ganz traditionell. Also, das Ding ist, die haben so... Verträge, ganz ehrlich, ist es dann nicht günstiger, dass du jedem, es gibt doch mittlerweile so diese mega günstigen Handys, mit denen du nur telefonieren kannst, die kosten 10, 20 Euro oder so und dann holst du den Flatrate, boom. Die telefonieren dann mit ihren Privathandys, what the... Traditionell, das ist aber auch neumodischer Kram, wer hat schon eine Flatrate heutzutage? Ich habe eine Flatrate, ja. Na, jeder hat eine Flatrate, ich wusste nicht mal, dass es noch Verträge gibt ohne freaking Flatrate, wer macht denn sowas? Wer hat denn da so komische Verträge abgeschlossen? Ich zahle pro Monat. Verschwinden geringe Kosten. Ein kleines Betrag. Weil es einfach billiger ist, wenn man alles zusammen und nicht jede einzelne Verbindung. So ein Prepaid-Tarif ist in vielen Stellen natürlich aus der Zeit getreten. Und als moderne Stadt, die Aachen ja auch tatsächlich in vielen Rankings auch einnimmt, ist das nicht akzeptabel. Und da stand die Stadt wohl auf einer Langleitung. Lange Leitung, schon klar. Eigentlich müssen Telefonverträge alle 4 Jahre neu ausgeschrieben werden. In Aachen laufen sie seit 2004. Oh Gott. Junge, kennt ihr das? Das ist so ein bisschen wie, wenn Leute, und das habe ich auch schon geschafft, dein Vertrag läuft aus, aber du bist zu doof, den Vertrag, also weil der verlängert sich dann ja immer so automatisch nochmal um ein weiteres Jahr. Statt dass man dann sich einen günstigeren Vertrag nimmt, verlängert er sich und man ist der Gearschte. Jo, und die Stadt Aachen macht das seit, was, 2004? Ich will jetzt ja hier nicht rumklug scheißen und, oh Mama, aber das ist doch wirklich dumm, oder nicht? Das ist doch einfach nur Geldverschwendung. Also schon ganz schön lange. Ruf doch mal an, kann seitdem teurer werden. Im Jahr 2022 wurde die Telefonkosten das erste Mal geprüft. Und da ist eben aufgefallen, dass diese neu ausgeschrieben werden müssen. Es fällt euch nach... Ich check's nicht. Und dann kam das dieses... Das läuft seit 2004. Und 2022 fällt ja auf, wo jemand mal die Kosten prüft. Digga, was ist denn hier los? Warum zahlen wir 32 Millionen für Telefonkosten? Ja, nochmal in den Rechnungsprüfungsausschluss quasi als Kontrolle. Und bis dahin ist leider noch nichts passiert. Die Kommunikationsmittel ändern sich, die Tarife bleiben. Krass. Seit 2 Jahrzehnten. Was kann man da nur tun? Ja, da sind wir ganz schnell aus dem, ja,
aus dem Puschen kommen, wie es schön her heißt, und einfach mal einen abstellen und der guckt genau und der lässt sich Angebote angeben und dann, ja, dann ändern sie es halt mal, um Geld zu sparen. Und siehe da, nach fast 2 Jahrzehnten tut sich schon etwas am anderen Ende der Leitung. Die Verträge sollen tatsächlich neu ausgeschrieben werden. Super. Teil dieser Ausschreibung wird optional auch eine Flatrate sein. Nein. Ob diese tatsächlich ein wirtschaftliches Ergebnis für die Stadt Aachen erzielt, bleibt abzuwarten. Ja, das liegt vielleicht daran, dass eure Mitarbeiter so schlau sind und so, dass sie halt nicht telefonieren, sondern ihre Privathandys benutzen. Deswegen sind eure Kosten so gering. Oder verhältnismäßig. Ja, ob man da spart mit diesen neumodischen Flatrates, ist nämlich gar nicht so sicher. Das ist so dumm. Ach, sonst würden wir heute alle nicht mit Flatrates arbeiten. Dann würde sich die ganze Menschheit irre, nur nicht die Stadt Aachen. Das sagt sich so leicht. Aber das beste Modell ist doch, mit der privaten Handyflat Dienstgespräche führen. Das ist für die Stadt Aachen mit Abstand am günstigsten. Du, ja? Hast du das Video jetzt ganz bis zu Ende geschaut? Ja, habe ich gesehen. Dann lass dir ein wenig Zeit, bevor du das nächste anklickst. Oh, Schallschutzgefängnis in Wuppertal. Auch eine schöne Sache. Willkommen im besten lärmgeschützten Haus Deutschlands. Ui. Dieser schicke Neubau in Wuppertal hat nämlich vor dem ersten Fenster noch ein zweites Fenster. Da geht nichts durch. Eine ganz saubere Sache, findet auch Mieter Jörg Weibersdorf. Hm. Das ist sehr nervig. Erstmal beschlägt das, sobald man die Fenster aufmacht. Dann kann man teilweise gar nicht mehr rausschauen. Putzen. Ja, stimmt, du kannst es von der anderen Seite ja gar nicht putzen. Geht natürlich auch nicht. Von innen ein bisschen. Ja, er muss sich sowas basteln, damit er von. Viele Leute haben mich schon angesprochen, ob wir jetzt im Knast wohnen würden. Die Stadt Wuppertal schützt ihre Bürger vor diesem Gewerbegebiet, das schon vorher da war und auch mal laut werden könnte. Hier werden wir noch mal geschützt mit der schönen Prallschutzscheibe, die so schön schmierig ist und vor Lärm. Mein erster Eindruck ist, der Gedanke ist korrekt, aber die Umsetzung ist irgendwie weird. Wenn man nicht hört. Naja, man muss schon gut hinhören, Herr Weibersdorf. Ach, das ist sein Schlafzimmer. Ganz genau. Und da sind ein paar Autoschrauber. Man hört eigentlich so gut wie gar nichts. Wenn es mal dolle kommt, dann hört man den Hund schon mal bellen, einen Wachhund. Oh ja, der ist auf Krawall aus. Ansonsten ist hier eigentlich geräuscharm. Im Sommer die Vögel hören wir schon mal. Oder wenn der Nachbar zur Linken den Rasen mäht. Das ist Win-Win. Es ist ruhig und es gibt aber einen Schutz. Wie kommt denn die Stadt dazu? Schutz. Die Stadt Wuppertal erklärt, dieses bestehende Gewerbegebiet darf durch die hinzukommende Wohnbebauung in seinen Nutzungsbedingungen nicht, auch nicht theoretisch, eingeschränkt werden. Das Gewerbe könnte ja theoretisch Lärm machen. Es macht zwar keinen Lärm, aber uns wurde ganz klar gesagt, falls die Lärm machen, die dürfen auch Lärm machen. Und dafür muss man uns schützen. Und weil die Stadt auch nicht möchte... Ja, warte mal, aber da ist ja nichts. Warum ist denn da nichts? Der soll da auch eingeknastet werden. Dass der theoretische Lärm durch das Küchenfenster kommt, hat sie Herrn Weibersdorf mitgeteilt, dass das Fenster fest verschlossen werden muss. Um der Forderung nachzukommen, werden wir die Griffe demontieren und ein Blech montieren, damit das erneute Anbringen von Griffen nicht möglich ist. In der Küche hat man jetzt noch die tolle Idee, uns die Griffe abzumontieren. Als ob. Junge, was geht ab? Ja, wir machen euch die Griffe ab. Ja, aber dann kann ich das Fenster nicht mehr aufmachen. Ja, das ist ja der Sinn. What? Junge, Digga, du musst doch auch lüften. Ja, lüften Sie doch über das Ding, wo wir dieses Plexiglas-Ding vorgemacht haben. Alter. Lüften ist dann so nicht mehr gegeben hier in dem Raum. Wir müssen dann übers Klo lüften. Ist doch kein Problem. Ja, übers Klo lüften. Schwierig. Da ist der Grünkohlduft in 0,0 durch die Küche, durch den Flur und durch das Klofenster abgezogen. Ach, das ist... Das macht der Nachbar von Herrn Weibersdorf auch immer so. Ich habe letzte Mal gekocht, habe das Fenster zugelassen, hatte alles in der Wohnung. Also eine Katastrophe. Leider stoßen die tollen Lärmschutzideen der Stadt bei den Mietern auf taube Ohren. Weil wir ja nur nach vorne lüften können, müssen wir den Lärm von der Straße ertragen und von der Autobahn. Das heißt, wir schützen uns da hinten, indem wir alles verschließen. Und dafür lüften wir dann vorne, wo es wirklich laut ist. Das ist moderner Lärmschutz der Stadt Wuppertal.
Hier hat man ein offenes Ohr für seine Bürger. Ja, es ist schon... Ist das alles unter Brandschutzgesichtspunkten, Evakuierung übers Fenster überhaupt zulässig? Oha, schlau. Theoretischer Lärm ist ja wirklich gesundheitsschädlich. Mietmängel kann man kostenlos wohnen. Ja, definitiv, Alter. Das ist geil. Das mit dem abmontierten Griffen ist doch nur Schikane. Wunderschöne Schimmelzucht. Oh ja, mit Schimmel, Alter. Da habe ich auch meine Erfahrung. So, Pollerwahnsinn in Lübeck. Oh, da war ich auch immer gerne. Lübeck ist eine schöne... Oh, aber oha, das ist eine feine Villa. Prachtvolle Villen krass. Unter alten Bäumen. Heftig. Schön ist es hier in Lübeck, St. Gertrud. Und seit kurzem noch schöner, dank Granit. 80 Zentimeter hohe Poller schützen die alten Linden vor parkenden Autos. Und zwar so einige Poller. Lübecks erste Fahrradstraße punktet mit einer ganz besonderen... Alter, ich bin jetzt kein Experte. Das sieht irgendwie aus, als wenn das alles Gräber oder so sind. Gestaltung. Ich finde es geschmacklos. Wie kann man eine historische Straße in dieser Art verschandeln? Weiß nicht, wer das genehmigt oder geplant hat. Na, wer... Das Ding ist, es sah aber vorher schon irgendwie ein bisschen räudig aus, oder? Gut, es ist Herbst, aber warum wächst da nichts? Weil da die Autos immer stehen, oder? Die Stadt Lübeck, dass die Bürgerinnen und Bürger so unflexibel sind, dafür kann man im Rathaus ja nichts. Wenn Sie ein Straßenbild, was über mehrere Jahrzehnte geprägt war durch einen Eindruck, den alle mitgenommen haben, grundlegend verändern, haben Sie immer eine Situation, dass alles gewöhnungsbedürftig ist. Ja. Ja, Diggi, aber das sieht doch scheiße aus. Gewöhnungsbedürftig ist es, aber mit etwas, ja, Geschick geht das schon. Dafür gibt es eine einzig... Also, ich kenn's nicht, aber das sieht doch... Die artige gestalterische Anmutung. Alle Leute, die hier in die Straße kommen, das sind nicht nur die Anwohner, die so denken, sondern alle Spaziergänger. Der erste Gedanke ist Soldatenfriedhof. Und so sieht's auch aus. Ja, ja, das ist das, was ich auch meine. Ich wohne hier schon 30 Jahre und mein positives Lebensgefühl beziehe ich hauptsächlich aus meiner schönen Wohnlage. Und ich fühle mich regelrecht körperlich verletzt. Das ist jetzt ein bisschen, also das ist ein bisschen hochtrabend. No front an die ältere Dame, aber das ist schon meiner Meinung nach ein bisschen übertrieben. Ach, die Wohnlage ist doch immer noch schön, mit schön viel Pollern. Die Devise der Stadt, viel hilft viel. Wir haben darüber hinaus die Situation, dass wir uns hier in einem denkmalgeschützten Umfeld befinden. Das heißt, wir müssen mit Natursteinen arbeiten. Und zwar mit ganz vielen. Ja, aber das sind einfach zu viele. Und auch, gut, die müssen vielleicht so hoch sein, damit die Leute die erkennen, die alten Leute. Der Schutz vor Wildparkern hat in Lübeck einen sehr hohen Stelenwert. Es sind insgesamt am Ende knapp 400 Stelen geplant. 400 Stelen auf 4. Ah gut, okay. Es sieht auch einfach so räudig aktuell aus. Punkt. Habe ich falsch eingeschätzt. Dass natürlich hier alles gearbeitet wurde und so weiter. Hier wurde, glaube ich, ein bisschen deswegen... 100 Metern. Auf den ersten Planungsbildern sah das noch etwas... Ja, das sieht schön aus. ...anders aus. Uns wurde ja ein Konzept vorgestellt ohne Poller. Das Ding ist auch, bepflanzt das doch einfach richtig, dann parkt da auch niemand. Wenn da ein Busch oder sowas steht, Junge, dann fährt auch da niemand ran. Das sah toll aus. Mit der Vorstellung, dass wir so eine schöne Straße bekommen, waren wir alle sehr glücklich und plötzlich sprossen diese Dinger aus dem Boden. Ein kleiner Unterschied zwischen Planung und Realität, aber auch das ist noch nicht das Ende. Okay, da würde ich mich auch richtig gescammt fühlen. Wenn ich dieses schöne Bild vorgelegt bekomme, und plötzlich ist dann hier Willi da in 400-facher Ausführung. Gültige Bild. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir mindestens 20 cm die Stelen am Ende noch kürzen. Und wie geht das technisch vor sich? Die werden geschnitten. Also nicht ausgegraben oder tiefer reingesetzt? Nein, die werden eingebaut, so wie sie jetzt sind, werden sie oben sozusagen der Kopf geschnitten. Genial. Chill. Erst einbauen, dann absägen. Das ist so dumm. Es ist auch ein bisschen dumm. Also satirisches Dumm. Nicht, dass der Willi mich da verklagt. Mach bitte nicht. Ist dumm gemein. Ich ziehe meine Aussage zurück und möchte sagen, dass diese Ausführung verbesserungswürdig ist und meiner Meinung nach gehört der das geplant hat, zumindest getadelt. Oder fristlos entlassen. Nicht entlassen, aber getadelt. In Form von 100 Paluten-Videos angucken. Das hat. Das Kürzen der Stelen, weiß ich nicht, bringt nicht wirklich was. Da würde der Eindruck wahrscheinlich erhalten bleiben. Darf ich mal ganz salopp antworten? Völlig wurscht. Völlig wurscht. Es ist eine Sauerei. Ach was, das macht einen Riesenunterschied. Müssen wir an dieser Stele einfach mal sagen.
Wer es wieder komplett pollerfrei will, der beißt bei der Stadt Lübeck allerdings auf Granit. Ja gut, weil die Stadt Lübeck, Alter, dafür wahrscheinlich Millionen ausgegeben. Wirklich, das wird Millionen gekostet haben. Oder zumindest 500.000. Doch, allein das alles zu ballern und die müssen gesichert, das hat definitiv ordentlich Geld gekostet. So Leute, Geld allerdings, was wir nicht bezahlen müssen, denn wir leben nicht in Lübeck. Leute, das war's. Schallert gerne ein Like und ein Abo rein. Schaut bei Extra 3 vorbei und habt alle noch einen traumhaften Tag.